Hallo Leute, mein Name ist Dr. Enzog und damit herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. 5 Live Challenge im Story-Modus. Ja, das Master Sword haben wir im letzten Part gezogen und seit der letzten Aufnahme, besser gesagt seit Mittwoch, wurde bekannt gegeben, dass der 8. Zujoiner und vermutlich auch der letzte für diese Challenge Paya sein wird und ich weiß auch, warum dieser Charakter so beliebt ist. Ihr Perverslinge. Naja. Darum soll es nicht gehen. Wir kämpfen weiter, um eben weitere Kämpfer zu befreien. Hier irgendwo kann man noch den Mii-Brawler bekommen, aber das Schild ist weiter oben. Wir haben im letzten Part den oberen Bereich freigeschaltet und somit müssen wir uns einfach nur noch da durchkämpfen. Doch wie nach oben kommen, das ist jetzt die Frage. Im letzten Part haben wir auch Cloud seinen Albtraum verpasst und einfach mal Sephiroth für ihn genutzt. Gut, hier geht's hoch. Unser erster Gegner heute, Mechagoss aus Pokémon. Ja, Sephiroth wächst sich jetzt wieder aus. Ich wollte es nur speziell für den Kampf machen, aber wenn wir schon Cloud uns verdient haben, dann würde ich mal sagen, nehmen wir auch Cloud. Mal zur Abwechslung. Und was auch sehr schade ist, ich bin ja sehr erfreut, wirklich sehr erfreut, dass sie wieder ein Swap-Charakter ist. Also ähnlich wie Sheik und Zelda damals, dass sie sich abwechseln können und somit verschiedene Movesets auslösen können. Sogar verschiedene Ultra-Smashes. Allerdings, es ist wieder ein Swordfighter. Schon wieder. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Die Linke hat zum Beispiel Armbrüste, hätte man problemlos machen können. Oder auch andere Charaktere, zum Beispiel selbst im Fire Emblem-Universum, wo ich natürlich keinen Fighter mehr haben möchte, gibt es mehr Möglichkeiten zu kämpfen. Im Pokémon-Universum gibt es auch eine Menge Kämpfer, die andere Movesets haben. Und auch in vielen anderen Universen, allein schon T zum Beispiel, könnten mal zur Abwechslung ganz anders kämpfen als mit einem Sword. Es gibt so viele verschiedene Moveset-Möglichkeiten und sie wählen wieder ein Sword. Das ist echt schade, aber ich habe nichts gegen den Fighter. Es ist eine schöne Wahl, eine verständliche Wahl, denn dieser Fighter wurde ausgeschlossen aufgrund von der Spielentwicklungszeit. Aber hey, man kann halt nicht alles haben. Erdbeben, oh, ich habe die Erdbeben nicht gelesen. Den Erdbeben nicht das machen sollen. Cloud kann ich eigentlich nicht schlecht. Und tschüss. Auch wenn ich eigentlich ihn mit der seitlich killen wollte, nicht mit ab. Hat das Spiel es wohl anders gegelten. Für alle, die es nicht wissen, Smash Ultimate Parts sind ein bisschen länger. Fairy und Fairyaha aus Tsikui no Wishlight Vibe. Aha. Was mich auch in der Direct sehr gefreut hat, ist endlich mal wieder ein Mii-Spiel übrigens. Splatoon 3 selbstverständlich. Und auch sehr interessant war, dass ein Famicom-Spiel endlich außerhalb von Japan erscheint. Und zwar dieses Rätsel-Game. Riesenverwandlung. Ja, das müsste ich mit meinem momentanen Set sehr gut hinbekommen. Und Cloud ist wirklich nicht schlecht. Oh, Spielerralle da in der Wiese. Gefällt mir. Weiß ja nicht warum, aber jetzt kann ich spammen. Boom. Ach, das war ein Limit. Und ich hab sie. Wenn ich so ein Riesengeschenk bekomme, nehme ich ihn natürlich gerne. Das war ein sehr einfacher Kampf.
hier geht's weiter und hier ist eine Eulenstatue. Erklär mir den Pfad, der war. Das heißt, um die wahre Prüfung zu finden. Aha. Mega Mewtwo Y. Oh nein! Das ist ein Ultra Smash Gegner. Ja, Ultra Gegner, der Ultra Smash lädt sich schnell auf. Ich muss aufpassen, das könnte sehr gefährlich werden. Ich bin mit meinen Geinsen eigentlich gerade zufrieden. Hab auch nichts Besseres im Thema Rot, also. Nehme ich gerne. Mein momentanes Set. Ah, verflixt. Aber ich habe es problemlos überlebt. Oh, ein Pokémon ist gespawnt. Es ist dieses eine Pokémon, was man schwer finden konnte in Omega Rubin 8.4. Nein, ich habe ein Limit vermasselt. Okay, wollte gerade sagen, wenn er mich hier trifft, dann ist es lächerlich. Schön ausgetrickst. Aufgeladen. Und Feuer! Oh, vermasselt. Celebi ist auf jeden Fall eine Riesenhilfe in der Fallschlagstelle. Jetzt versuche ich mit dem Ultra Smash. Ich meine mit dem normalen Smash. Oder doch ein Ultra Smash. Sobald ich das überlebt habe. Kann ich jetzt eigentlich mal sein neues aktivieren? Nee. Aber ich bin fast tot. Deswegen. Ich habe kein einziges Ultra Smash getroffen. Wo ist denn Clouds neues Ultra Smash, bitteschön? Er hat ein neues Ultra Smash bekommen mit dem Sephiroth Update. Aber ich finde es einfach nicht. Oh nein, Palkia ist auf der Stage. Bloß nicht die Bildschirm um sich kehren. Bloß nicht. Oh, weg ist er zum Glück. Mega Mewtwo Y. Kein zu unterschätzender Gegner im Pokémon-Universum. X ist sogar noch ein bisschen stärker, finde ich. Aber Y wurde damals geteasert im Pokémon-Magazin. Hier haben wir kleine Snacks. Und hier geht's weiter. Wenn wir schon Dragon Ball Chronicles Xenoblade... Mir fällt der Name der Serie gerade nicht ein. Xenoblade Chronicles reden. Müssen wir gleich auch noch auf einen Helfer-Trophäen-Gegner stoßen. Mecha Fuyana. Autsch. Ich weiß inzwischen, was das für ein Charakter ist. Er kommt aus dem ersten Teil und... Ja, natürlich wie in jedem Xenoblade Chronicles Fight ist Shulk dabei. Das ist irgendwie so ein Klischee. Dann eine Korin, die sehr stark ist auf dieser Stage. Und uns mache irgendeine unbekannte Helfer-Trophäe das Leben schwer. Aber Eisengesicht kann es nicht sein, denn Eisengesicht ist nur... auf der Stage exklusiv. Jetzt geht es nicht um den Geist, denn der ist schon nicht schlecht. Jetzt geht es um den Kämpfer. Schuld, wie ist dein Status? Wo ist der überhaupt? Tot ist hier noch keiner. Ich weiß nicht, wo gerade Schuld ist. Ah da, drei Leben. Ja, nee, den nutze ich lieber nicht. Heute existiert noch nicht, das heißt, wir können sie nicht nutzen. Schade, ich hätte sie gerne jetzt genutzt und... Hm, nehmen wir dann. Wop. Wir nehmen Wop. Der kann gut springen und gut wirbeln. Mit der Autoheilung müsste es eigentlich klappen. Mecha Fuyana gegen Rob. Oh,
Oh, es ist er. Es ist er. Man darf nicht in seinen Radius kommen. Sonst war's das. Für manche Angriffe. Ich muss warten, bis seine Angriffe alle sind. Oh nein. Ich bin in seinem Radius. Oh, zum Glück ein Angriff gut. Ich wollte seitlich nicht ab. Jetzt habe ich sie in der Falle. Ich musste abwarten, bis die Helfer-Trophäe weg ist. Und dann kann ich sie in die Falle locken. Die werden nämlich jetzt immer wieder rüberspringen als CPUs. Und ich kann sie schön mit meinen Wirbel erwischen. Oh, wie die. Ändert die Stage. Das ist doof. Aber jetzt noch nicht. Den ist einer schon mal tot. Und er kann nicht mehr fliehen von dem Laser. So ein Pech. Da hat die Göttin dir kein Glück gebracht. Ich habe 4 Sterne First Try besiegt. Komm, den powern wir gleich auf. Mal gucken, ob er stärker ist als Tabu. Mal schauen. Wir werden es gleich herausfinden. Menü. Geister. Stärken. Ach ja, wir haben ja noch Geister, die wir entwickeln können, fällt mir gerade ein. Dann stärken wir sie mal. So, sie ist voll stark. Allerdings nicht stark genug. Wir haben noch entwickelbare Geister, die ich inzwischen trainiert habe. Und zwar einmal den Prinzen, der sich aus Frosch und Schlange entwickelt. Der Wandlungsdauer ein bisschen erhöht. Sowieso die Beta-Yanchi können wir gegen die Originale austauschen. Den Rest habe ich nicht gelevelt, so dass er sich entwickeln kann. So, der nächste Kampf ist noch ein 4-Sterne-Geist, Arika. Da oben ist Bowser Jr., wenn ich mich recht erinnere. Schwere Schwerkraft. Ich setze lieber auf Heilung. Jetzt kann ich ja mal bei Geistern gucken. Power. Wie stark ist sie? Sie ist schon sehr stark, sie ist schon sehr schwach. Aber sie ist leider zu schwach. Der stärkste ist nach wie vor Tabu. Und... ja, starke Schwerkraft müssen wir leider jetzt aus dem Augen lassen. Für die Autoheilung. Und hoffen, dass alles gut geht. Rob ist ein guter Flieger. Aber es ist ein Rio. Wir müssen ihn gut wirbeln. Und die Helfer-Trophäe kommt ja noch dazu. Und die ist nicht ohne Ende. Einer dieser toten Sega-Series, für die, die es interessiert. Aus den 90ern. Habe ich mal rausgefunden. Moment mal. Der hat noch 174? Was? Warum hast du deinen Ultraspring nicht aktiviert? Ich habe mehrmals Big Sacken gedrückt. Wie hat er noch so viel KP gehabt? Ich habe ihn gewirbelt bis zum geht nicht mehr. What? Wirklich? Probiere ich jetzt nochmal auf, wenn Rob jetzt leider ein Leben verloren hat. Oder habe ich die ganze Zeit den anderen erwähnt? Ich habe anscheinend die ganze Zeit den anderen erwischt. Doch Bob finde ich eigentlich die richtige Wahl. Aber vielleicht sollte ich das Geist, Auto, Heilung, Schwerkraft, Schutz einsetzen. Und irgendwas für B seitlich wäre cool. Nur
Notfallangriff alles, nehme ich mal wieder nach langer Zeit. Wie viel Schaden macht der Virtual Fighter? Eieieiei. Ich muss den Platz hauen. Okay, ich brauche ein anderes Geschütz dafür. Rob, tut mir leid. Aber ich brauche irgendwas, was ein besseres Geschütz hat. Min-Min, versuch du's mal. Du kannst von der Ferne angreifen. Ich hatte volle Kanne die Eisenkugel drauf. Habt ihr das gesehen? Was sind das für Virtual Fighter? Was zum Teufel? Haben die eine Schwäche oder so vielleicht? Ja, dann nehmen wir den Fighter, der eine Schwäche auf sie hat. Aber ich bin komplett underleveled. Trotzdem. Verflixt. Das kann zum Problem werden. Der Kika. Man darf die nicht zum Nahkampf bringen. Verflixt? Die sind hart. Na gut, dann versuche ich es mal aus der Luft. Dann versuche ich es mal aus der Luft mit Kirby. Die Gegner sind hart. Die sind extreme Nahkämpfer. Und ich bin underleveled. Kika zu powern würde aber bestimmt sehr stark sein. Okay, mit dem Stein kann ich die Helfer-Trophäe nicht killen, aber ich kann wenigstens Schaden abzufügen. Doch, jetzt habe ich einen Treffer gelandet. Aber eine Helfer-Trophäe einzusaugen bringt nichts. Der Helfer-Trophäe weg? Nee, die ist nur ewig lang geflogen. Yes, ich hab die Helfer-Trophäe. Jetzt muss ich mich beeilen. Mit beiden oder Smash vermasselt. Wer weiß, wann die Helfer-Trophäe wiederkommt. Er weicht jeden Luftangriff aus. Jetzt hat er einen Ultra-Smash! Und trifft, selbstverständlich. Oh Manometer, auf jeden Fall muss ich die Helfer-Trophäe wegräumen. Die extrem overpowered ist.
Hinekika aus Virtual Fighters. Oh, der hat mich gleich mal richtig getroffen. Ich hab ihn. In der Luft ist er am Angreifbarsten. Ich hab ihn. Jetzt kommt der schwere Part. Mir persönlich wäre was mit Heilung sehr lieb. Aber ich hab sowas nicht in einer Block, oder? Muss ich gleich mal gucken. Falls ich das nicht schaffe. Das ganz so aussieht, ja. Nummer 1. Nummer 2 fällt. Und ich bin tot. Ja, ich muss mal gucken, ob ich etwas mit Heilung habe, statt Not für alles. Haben wir einen Geist, der heilen kann? Mit nur einem Slot. Level Frostboden. Ein Platz mal. Starke Smash, Ausweichhilfe, Schwester, Schutz gibt. Griffe, Hebel, Schneider, Magiengriffe, Hammergriffe, Stab, Feuerstens, Boden, Hinfall, Schutz, perfekter Schild, Ausweich, kritische Treffer. Spezialtechniken hoch. Probieren wir mal und den Wal. Immerhin boostet der all meine Spezialtechniken. Gleich mal den Start vermasselt. In der Luft ist die Helfer-Trophäe extrem angreifbar. Die muss man als erstes wegräumen. Wenn man das nicht macht, ist man sofort dran. Ich hab jetzt schon verloren wieder. Ich hatte nicht mal die Helfer-Trophäe aufräumen können. Versuchen wir nochmal das Ganze. Muss das den zwingen zu springen. Im Sprung ist er extrem angreifbar. Der Fight ist eindeutig nur für den Boden gedacht. Helfer-Trophäe. Das geht nicht, weil es die Helfer-Trophäe war. Ach komm, das ist doch nicht fair. Aua. Doch, das ist doch mega unfair. Jetzt habe ich ihn richtig schön getroffen, sodass er Kilometer flog. Ja.
Yes, die Helfer-Trophäe wurde besiegt. Jetzt ist die Frage, wie ich den Rio besiege. Muss ich in die Ecke dringen? Alle beiden ausgewischen. Der Rio hat's echt in sich. Soll ich das machen? Fortsetzen? Ach, mir kommt eine Idee. Wenn wir es nicht mit einem leichten Charakter hinbekommen, dann brauchen wir etwas, was noch mehr weh tut. Besonders wenn es mit dem Hintern ankommt. Ich DK. Bowser ist da der Beste. Und wenn der nicht reicht, dann haben wir auch noch King DDD. Er kommt richtig auf den Boden an. Und verwirrt auch. Aber die Helfer-Trophäe kann er nicht abschalten. Dann nehmen wir mal King DDD. Der ist noch besser da drin. Wo ist der denn jetzt abgeblieben wieder? Da ist die DDD. Für alle, die Regeln übrigens nicht wissen, man kann nur einmal an einem Geist dieses Leben verlieren. Es gilt nur so eine Regel im absoluten Finale, wenn alle Kämpfer befreit sind. Und die Helfer-Trophäe wurde zerstört. Ich bin schneller. Kein anderes Match für dich, Rio. Und ich hol dich sogar noch einmal. Jetzt muss alles gut gehen. Yes! Ich wusste doch, wenn man den plättet, ist er hin. Ein legendärer Geist. Den stärken wir gleich auch mal aufs Maximum. Dann haben wir mal endlich wieder einen vernünftigen roten Geist. Können wieder bei roten den Typ-Vorteil nutzen. Wir haben sogar fast geschafft. Allerdings möchte ich noch in diesem Part gerne Bowser Jr. einsammeln. Ah, und hier ist die Zeit für die Mii-Brawler. Alles klar. Denn da geht es sogar noch weiter, aber Bowser Jr. ist der erste Checkpoint sozusagen. Also stärken wir mal den gerade erhaltenen Ekika. Mit den vielen Snacks, die wir eingesammelt haben. Ah, ist hier nicht gerade der Stärkste, leider, obwohl er sehr gut abgeliefert hat in diesem Kampf. Haben wir denn was Neues im Wissensbaum? Gebetswürfe, Giftresistenz, Feuerresistenz, ja, die ganzen Sachen sind nicht so wichtig. Vektorschütz, Helfer, Habilitäten, Flektor, Speisenstärke, Spezialtechniken, das wäre noch eben gut. Aber das meiste gute Kram gibt es jetzt eben hier.
besonders die Ausfallhilfe, eilige Landung und so weiter und so fort. Hier Würfe, Sprung. Updaten wir hier, damit wir 120 einsammeln können. Nehmen uns zum Abschluss noch Bowser Jr. vor und sammeln den, machen den Mii Brawler schon mal bereit mit der 40:40. Erstmal wieder ein vernünftiger Geist, der stark genug ist, dir den Allerwertesten zu versorgen. Hier seht ihr, oh, ich bin trotzdem nicht schlecht im Status. Wenn ich jetzt auch noch den richtigen Support reinpacke, bin ich noch schwächer. Na toll, dann muss ich Tabu nehmen. Der ist stärker. Und als Kämpfer, den nehmen wir da. Ich muss vorsichtig trotz allem sein. Nehmen wir Captain Falcon. Captain Punch und die Tarnungskitsche ist Geschichte. Ich habe erst kürzlich mit Morten mal gekämpft. Hier online. Was Bowser Jr. allerdings hier macht? Keine Ahnung. Hier ist ein Kampf auf Geschwindigkeit. Ja, das ist ein Geschwindigkeitskampf. Gut, dass ich F-Zero da gewählt habe. Als ob ich beide Ultra-Smashes wieder vergeigt habe. Der hat extra noch gewartet. Okay, so langsam wird es gefährlich. Ich sollte mir den Spaß lieber aufhören und lieber ernst spielen. Oh, weia. Er hat den Mario. Clownskutsche. Nein, wir haben Captain Falcon Leben verloren. Das darf doch nicht wahr sein. Dabei ging es in diesem Kampf sogar um Geschwindigkeit. Nee, diesmal kommt es nicht. Und zwar zweimal. Schön getimt. Den hat er leider abgewehrt.
ein Ultra-Smash schon wieder. Und damit ist er fällig. Tja, eben hatte ich nur Pech. Jetzt warst du fertig. Bowser Junior. Gut, dann bereiten wir noch den Mii Brawler vorher vor und dann haben wir es geschafft. Mii Brawler, glaube ich, bin ich selber in diesem Fall. Aha. Und hier haben wir einen weiteren Bereich freigeschaltet. Gut. Jetzt aber zurück. Wir brauchen den Mii Brawler. Ja, Uhr 40. Peitsche Home, mal wieder. Hä? Hab ich Fehler gemacht? Eins, zwei, drei. Ich habe auf drei gesetzt. Mein Fehler. Und hier haben wir den Mii Brawler. Besser gesagt, ich selber. In diesem Fall. Ja, beim nächsten Part werden wir sozusagen mich befreien. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt es ja lassen. Abo da und bye. Wenn nicht das überhaupt war, ich erinnere mich gar nicht mehr dran.